So Leute, ich habe mir meine neue Arbeitshose gegönnt. Die dient aber nicht nur als Arbeitshose, sondern die dient auch für Outdoor. Und zwar ist das eine Engelbert Strauß ES Vision. Zu 90% Polyester und 10% Elastan. Findet hier bewegliche, also hier diese beweglichen Teile. Der Bund ist beweglich, das heißt, der wächst im Bauch oder schrumpft mit dem Bauch. Hat hier eine schöne große Tasche, zum Beispiel für ein Portemonnaie. Hier noch mal eine Reißverschlusstasche. Dann hier zwei übliche Taschen, wie man die bei Handwerkerhose kennt, für Zollstock und sagen wir Stifte oder auch ein Telefon. Zwei ganz normale Taschen. Und hier hinten zwei Gesäßtaschen. Interessant macht die Hose natürlich auch, dass man sie benutzen kann fürs Bushcraften. Zum Beispiel, wenn jemand nicht gerne Gürtel trägt, aber sein Messer dabei hat, also aber nicht die ganze Zeit in der Hand tragen will. Und hier, ich zeige euch das. Das ist die Tasche vom Bürger Bushcraft Plus. Und da drin befindet sich das PLSK1 von Dave Canterbury. Und Achtung, jetzt kommt's. Ihr tut ihn hier rein. Und die Tasche ist auch beweglich und hier tut die rein. Und ungelogen, das trägt mich auf. Und ich habe auch nicht so das Gefühl, dass das stört. So. Man ist immer griffbereit. Finde ich verdammt gut. Hose ist sehr schnell trocknend. Als ich die gewaschen hatte, habe ich die nach einer Stunde auf die Leine getan. Ich war übrigens bei 40 Grad. Ich hatte vorhin hier Matsch an der Hose. Den konnte ich einfach so abstreifen, als er trocken war. Man sieht ihn wieder nicht. Das ist so eine Art Cordura-Material. Die Hose trocknete innerhalb von einer Stunde. Was natürlich auch interessant macht, dass man die draußen tragen kann, wenn es regnet. Auch als Buschkrafter trocknet die natürlich dann schneller durch die Körperwärme. Also, Hose, 60 Euro, verdammt gut, finde ich. Und ja, wie gesagt, ist zwar Engelbert Strauß, daher auch ein bisschen teurer. Aber auch langlebiger dadurch. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ich habe jetzt eine Sondergröße. Und zwar für kleine Männer mit Bauch. Ich bin 1,76 Meter groß und ich wiege im Augenblick 90 Kilo. Und ich trage also eine Frauengröße 44N. Jetzt lacht mich. Das wäre, glaube ich, 58 bei Herren. Ich habe aber die Frauengröße genommen, weil die kürzer sind. So, und das war's. 60 Euro. Tipptopp. Empfehlung nicht nur für die Arbeit, sondern auch fürs Bushcraften draußen oder Wandern. Wie auch immer. Super Teil. Danke fürs Zuschauen. Bis gleich im nächsten Video.